3:3, ein Punktgewinn, sind Sie damit zufrieden oder eher sagen Sie, es ist zu wenig? Nach dem Spielverlauf, wenn man es ganzheitlich nimmt, gehen wir mit einem zufriedenen Gesicht erstmal nach Hause. Ja, also die Vorzeichen heute waren sehr, sehr schwierig für uns. Ich finde es im Amateursport immer sehr, sehr schwierig, wenn man zwischen den Feiertagen irgendwelche Nachholspiele planen muss. Sind mit einem sehr dünnen Kader angereist, aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, unsere Jungs, die an Bord waren, haben eine hervorragende Leistung abgeholt. Wir sind sehr, sehr stolz auf die. Wir haben, glaube ich, hier auch allen Zuschauern ein hervorragendes Fußballspiel gezeigt. Der Gegner hat es auch zugelassen, die haben genauso gut mitgespielt. Ich glaube, das war schon ein sehr hochklassiges Spiel, was die Brandenburg-Liga heute an Ostern vorgezeigt hat, sage ich sozusagen. Was war vorm Anpfiff los? Hatte sich noch jemand verletzt aus Ihrem Kader? Tatsächlich haben wir zwei Spieler zu beklagen. Den ersten mit dem Cehan, der sich in der Erwärmung die Leiste gezerrt hat, wo wir dann in der Erwärmung noch reagieren konnten. Der andere Spieler, Herr Derenik Maljan, nach dem Auflaufen sich übergeben, irgendwas Falsches gegessen eventuell. Und da mussten wir ganz kurzfristig reagieren, haben mit einem jungen A-Junioren, mit dem Kiran, da einen ganz jungen, frischen Spieler raufgebracht, der da hervorragend sich gleich eingegliedert hat, ein gutes Spiel gemacht hat, sicherlich den einen oder anderen Nervosität noch mitgebracht hat. Aber das ist egal, wir nehmen einen Punkt hier heute mit. Für die Saison, denke ich, für die Brandenburg-Liga ist das sehr, sehr gut, weil da ist noch alles offen. Genau, wie sehen Sie jetzt die Chancen weiter im Titelrennen? Ja, die Chancen sind genauso wie zuvor. Klar, wir hätten hier auch gerne heute 3 Punkte mitgenommen. Man kann ja aber auch mit 0 Punkte nach Hause fahren, wenn man sich, wie gesagt, der Spielverlauf anguckt. Wir gehen 2-mal in Führung, dann liegen wir noch einmal hinten, gleich einen Kurzvorschluss aus. Also ich glaube, hier war heute alles drin. Das stimmt uns aber mutig. Wir haben noch ganz, ganz viele Spiele vor uns, Ahrensfelde genauso. Und am Ende werden wir sehen, wer dann oben steht. Ja, Florian Gerber, 3:3 im Spitzenspiel. Wie haben Sie denn den Spielverlauf gesehen? Mit einem relativ schnellen Tor für Frankfurt in der ersten Minute, da haben wir noch geschlafen. Frankfurt hat es natürlich absolut in die Karten gespielt. Wir haben uns dann rangekämpft, haben auch über die lange Dauer des Spiels die Oberhand gewonnen, sind in Führung gegangen, hätten das gerne über die Zeit gerettet. So muss man Frankfurt Glückwünsche aussprechen zu dem Unentschieden. Wir haben unser Minimalziel erreicht, wir haben den Abstand gewahrt und haben Montag noch die Chance, unseren Vorsprung auszubauen. Das wollten wir auf jeden Fall erreichen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, können wir damit nicht 100% zufrieden sein mit dem Unentschieden. Gab es ein spezielles Training für dieses Spitzenspiel jetzt oder haben Sie den Gegner mal irgendwo beobachtet? Oder? Ja. Also prinzipiell analysieren wir immer unsere Spiele und haben jetzt aber vor dem Frankfurt-Spiel uns auch nochmal deren Spiel von letzter Woche gegen Sachsenhausen angeguckt, haben da auch ein paar Schlüsse draus gezogen, haben das teilweise auch gut umgesetzt, leider nur nicht mit dem vollkommen zufriedenstellenden Ergebnis heute. Sebastian Lavrenz, erstmal Glückwunsch, 1 Punkt gewonnen, 3:3. Wie haben Sie den Spielverlauf gesehen? Ja, ich sehe es so, dass wir, also unser Matchplan ist eigentlich so aufgegangen. Wir wollten Ahrensfelde kommen lassen, machen dann natürlich ein ganz schnelles 1-0, haben dann für mich die total deutlich besseren Chancen, wo wir dann 2-3-0 führen können. Dann macht der Gegner das 1-1, kommen wir aus der Halbzeit raus, machen dann das 2-1. Und dann für mich halt eine ganz klare Fehlentscheidung, würde ich jetzt so sagen, ich gucke es mir auch gerne nochmal an, diesen Freischuss dazuzulassen und der Eifler haut den natürlich sehr gut ein. Das ist dann Qualität, dann steht 2-2, andersrum wäre es dann vielleicht anders gelaufen mit einem 2-1 im Rücken, dann macht der Gegner sogar noch das 3-2 und dann hinten raus haben wir noch das Quäntchen Glück, dass wir das 3-3 machen, weil wir uns auch nicht aufgegeben haben. Respekt an die Jungs und ja, dranbleiben. Und ich sag mal, hat heute viel gegen uns gesprochen. Ich habe vorher auch noch nie gesehen, dass ein Spieler von uns sozusagen dem schlecht geworden ist, der dann vor dem Spiel ausgewechselt werden musste und so. Also und einer mit einer Leistenzerrung vor dem Spiel rausgegangen sind. Wir waren schon ganz schön geschwächt, aber die Mannschaft hat sich hier reingehauen und Respekt an die Jungs. Ja, Ihr Expertentipp bei FUPA ist ja nun nicht aufgegangen. 2:1, Sie hatten ja Ihr Tipp bei FUPA und hatten ja auch gesagt, Frankfurt hält das Titelrennen offen mit einem 2:1 Sieg. Ist ja nun leider nicht geworden, aber Titelrennen ist ja immer noch drin. Ja, also wir geben nicht auf. Ahrensfelde spielt schon einen sehr guten Fußball, auch Hut an die Mannschaft. Also mal gucken, ob sie überhaupt noch Punkte irgendwo liegen lassen. Aber ja, klar, habe ich auf uns gesetzt und hätte ja auch so ausgehen können. Und da hat aber das Quäntchen Glück einfach gefehlt.